Also, wenn ich es mal so sagen darf, wichtig ist erstmal, wenn ihr, das wende ich mich dabei an die Frau, wenn ihr euren Pakt widerruft, müsst ihr, und das auf den Treppenstufen macht, müsst ihr das sozusagen, naja, es muss relativ offenkundig geschehen. Das heißt, alle, die dort anwesend sind, müssen Zeuge dessen sein und müssen es bezeugen können vor den Göttern und vor allen Nichtgöttern und vor allen anderen, die da sind. Das ist, sowas ist ausgesprochen wichtig. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Und das ist euer freier Wille, den ihr dabei kundtun müsst. Ihr schafft das schon. Da bin ich sicher. Und ihr habt ausgesprochen viel Mut, dass ihr euch dieser Sache stellen wollt. Diese Wunde am Rücken ist äußerst faszinierend. Wollt ihr mal euren Schwanz reinstecken? Danke, nein. Zwinkert sie dir zu. Schaue mir das trotzdem genauer mal an. Ich gehe natürlich nicht nah hin, aber schaue mir die Wunde an. Ja, also es sieht tatsächlich aus der Nähe betrachtet aus wie ein Mund, nicht nur wie eine Wunde, weil sich da wohl kleine Reißzähnchen gebildet haben. Fleischlich, glänzend, feucht, blutig. Es erinnert dich vielleicht auch, ja, nicht nur an Mund, sondern auch eine Vulva, zumindest so ganz grob. Du bist aber der Meinung, dass sie nicht aktiv geöffnet oder geschlossen werden kann, sondern dass es sich tatsächlich einfach nur um eine ekelhafte Wunde handelt. Vielleicht durch Peitschen oder sowas. Gerissen. Nun, Mut habe ich mittlerweile gesammelt. Immerhin hatte ich genug Zeit, mir darüber klar zu werden. Aber nach dem Sturz von Oron sind einige Sachen passiert. Wie seid ihr in Punin gelandet? Ich bin eigentlich nach Fasar gewandert, nachdem wir den Krieg gegen die Aranier verloren haben. Ich wollte dort meinen Pakt brechen, nachdem mich Iphemia von Nahuabad gemeinsam mit ihr in diesen Pakt getrieben hat. Und da ich gesehen habe, dass Belkalel zu wenig Kraft schenkt, da hatte ich meinen Ausweg bei den Neoniten gesucht. Allerdings war dies wohl ein Fehler. Warum das? Anstatt dass man mir hilft, hat man mich einfach weggesperrt, in eine Kammer mit weißer Wolle gesperrt und mich irgendwann wieder hinausgeholt. Ich wurde in einer Kutsche, in einer Kiste oder so etwas transportiert. Und nachdem wir viele Tage unterwegs waren und ich wieder wach wurde, waren wir wohl in Punin. Und danach traf ich auf diesen Kiaras Karino und seine Begleiter. Sie deutet und nickt dabei einmal auf Kofi. Also, sie hat uns hier getroffen, das ist richtig. Was davor war, keine Ahnung, ob das nicht. Und Teraphim und dieser Kiaras Karinor haben euch dann aus der Truhe befreit, oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, ich sollte eigentlich geopfert werden. Auf einem Bett mit einem seltsam glänzenden Dolch. Ich habe diese Menschen vorher noch nie gesehen und ich weiß nicht, was das mit Noyona zu tun haben soll. Und anstatt dass mich der Reiher Geweihte erdolchte, hat er gegen die anderen Geweihten gekämpft. Und hat diese Noyonitin getötet. Ich schaue Raffi mal sehr fragend an. Er übrigens auch. Könnte man so darstellen. Ich schenke Rafib auch genau denselben langen Blick wie Verito. Was sie auslässt, ist, die Frau ist keine Neonitin gewesen, sondern ein Feind sowohl unserer Götter als auch ihres Götzen. Sagen wir mal, eine dritte unabhängige Partei. Eine Sekte? Ja, richtig. Ich habe von solchen gehört. Mit sowas habe ich auch Erfahrung. Ja, und die wollte sie opfern, um ihren Sektenkult nach vorne zu bringen. Und wir sind dort eingestiegen und haben die Sekte. Wir haben sie alle umgebracht. Guter Mann. Nicke nur.
Und die Stadtgarde hat dazu nichts gesagt und ihr könnt immer noch hier frei rumlaufen. Mit der habe ich lange gesprochen, aber man scheint unseren Leumund hier ausnutzen, ist das falsche Wort, nutzen zu können. Aha. Derweil rumpelt die Kutsche von Abel mir wieder heran und zunächst wird aussteigen ein euch bekannter, eine in schwarz gewandete Person, Gernot von Mersing. Bulgarit und Schwingenführer. Eine Raffin. Freude, euch wiederzusehen. Ah, ihr habt ihn wiedererkannt. Dann muss ich euch ja nicht vorstellen. Er ist ganz unvergesslich. Nun dann, frisch ans Berg, wie man so schön sagt. Ja, sie betrachtet einmal den Golgariten, würde ihm auch nur mit einem freundlichen Lächeln zunicken und dann nochmal in die Runde schauen. Soll ich es jetzt tun? Sollte man vielleicht die einfachen Bürger aus dem Tempel entfernen? Nun, ich fürchte, dies ist nicht unsere Entscheidung, sondern dies obliegt dem Hochpriester, dem Hochgeweihten. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Dämonenherrscharen diesen Tempel stürmen werden. Also dazu sind sie zum einen nicht in der Lage und zum anderen... Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Aber wir werden zur Not die Grünröcke hinzuziehen und wir können den Tempel immer noch räumen lassen, sollte es sich anders darstellen. Nun dann, ihr sagtet, euer Name war wie noch einmal? Ich spreche jetzt die Paktieren an. Vultura. Nun dann, widerruft euren Pakt. Tut dies aus tiefstem Herzen und aus tiefstem Glauben. Sie stellt sich in die Mitte der Treppe, blickt in den Himmel, schaut nochmal über ihre Schulter zu euch. Hörst du mich? Raya, hörst du mich, Belkedel? Hiermit widerrufe ich meinen Seelenpakt. Ich spreche der Belkedel ab und möchte zurück in den 12 göttlichen Schoß eintreten. Ich wurde verführt und ich betrüge. Ich widerrufe meinen Pakt. Immer noch gefesselt, wie sie ist, hebt sie ihre Arme, deutet in Richtung des Himmels und ihr könnt erkennen, wie sich der Himmel etwas zuzieht. Die Sonne steht immer noch im Himmel, aber jetzt könnt ihr wohl erkennen, wie sich so etwas wie Regenwolken ankündigen. Der Geweihte nickt. Also gut, gehen wir nach drin. Sollt ihr uns begleiten, Reto und Ture? Jede Hilfe ist uns willkommen. Die Götter scheinen uns auf diesen Weg gesetzt zu haben, also werden wir euch diesen Abschnitt mitbegleiten, ja. Ich schaue ihn mal kurz überrascht an, aber nicke dann. Kann ja nicht so schlimm werden. So denke ich mal. Nun, wir haben schon ganz andere Sachen gedreht, aber wir werden sehen. Ich bin hoffnungsvoll. Entweder wir überleben oder wir sterben. So oder so, wir sterben in einer Raya-Tempel. Was gibt es Besseres? Seid heute aber auch miese Peter Abel mir. Wir haben einen Torvaler, einen Garretter, ich, euch. Soll das schief gehen? Ja, gewiss, gewiss. Nun, begeben wir uns nach drin. Ja, so könnt ihr euch allesamt wieder die Schuhe ausziehen und durch das Rosenbecken hindurchtreten, die rituellen Waschungen vornehmen. Und auch Shania schafft es dieses Mal etwas länger, sich im Tempel aufzuhalten, ohne dass sie zusammenbricht. Mein richtiger Name ist übrigens Shania. Shania Sonja Nurhan. Meinen ehemaligen Namen möchte ich an dieser Stelle ablegen. Nun, euer Gnaden, welchen Raum habt ihr für das, nun ja, die Unterkunft ausersehen, diese 24 Stunden zu überstehen? Nun, ich würde sagen, wir setzen uns einen der hinteren Bereiche in der Nähe des Altars und der Sakristei. Dort sollten wir wohl ungestört sein. Können wir die Gefangenen befreien, oder... Ich gehe davon aus, wenn sie ihren Pakt widerrufen hat, dass sie nun keine
keine Angriffe starten wird. Rafin, wird ihr so freundlich? Auch wenn es sein muss. Ja, ich würde mal ihre Fesseln durchschneiden. Wächst das auf dem Rücken eigentlich wieder zu oder bleibt das erhalten? Alle schauen dich an. Gernot von Mersing schüttelt mit dem Kopf. Rafim, das wird nicht zuwachsen. Dafür hat sie keine Zeit. Ach so. Ja, ich würde die Frau mal dahin führen, wo sie hingehören, wo sie hin soll. Ich hau mal Ture an. Weißt du, was er damit gemeint hat? Ich glaube, er ging davon aus, dass alle Male rückgängig gemacht werden. Ihr könnt gerne mal auf Götter und Kulte würfeln. Plus 7, Dämonologie zählt. Oder Spezialisierung, ja, Raya würde ich auch zulassen. Also entweder Raya oder Dämonologie. Aber mir weiß das nicht. Es sei denn, du benutzt einen Schicksalspunkt, dann könnte was werden. Nö. Wow. Ich weiß es selber. Ja, du erinnerst dich. Du weißt zwar nicht, was die Raya-Kirche macht, aber du weißt, dass wenn dann die Praios-Kirche diese Paktzeremonie durchführt, immerhin bei Ephadaios hattest du es gesehen, Ephadaios wurde verbrannt. Ahmad hast du selber nie kennengelernt, aber die Rondra-Kirche würde mit dem Schwert richten, sprich du wirst geköpft. Bei Boron wirst du nach dieser Zeremonie lebendig vergraben. Das hast du schon einmal miterlebt, auch wenn es dabei kein Paktierer war, sondern ein Nekromant. Aber nach einem solchen Exorzismus, nach so einem solchen Paktbruch, wird der Paktierer, der ehemalige Paktierer, in Richtung der 12 göttlichen Paradiese geschickt, damit seine Seele nicht mehr in Versuchung geführt wird. Wie die Raya-Kirche das tut, weißt du es nicht. Ich versuche mir gerade in meinen Kopf auszumalen, wie die Raya-Kirche jemanden umbringt. Wie viele Sternchen hat Ture? Nach 5 hätte ich 4 Qualitätsstufen. 4 Qualitätsstufen. Du bist der Meinung, du hast es natürlich auch noch nicht gesehen, aber eine Möglichkeit wäre ein exotischer Drogencocktail. Also Pflanzen, die dann verabreicht werden und die dann den Tod durch Herzstillstand herbeiführen. Ja, also so wie es aussieht, wird sie dann ein rituelles Getränk zu sich nehmen und wird dann den Weg in Rayas Paradiese antreten. Raune ich leise zu Reto. Ja, so könnt ihr an den Pferden vorbeigehen, die immer noch ausgestellt werden, immer noch weiter gestriegelt werden. Ignoriert die Akoluten, die hier irgendwelche Kerzen anzünden. Auch euch fällt auf, dass es hier wenig Geweihte gibt, sondern sehr, sehr viele junge Personen, die jetzt frisch angeworben worden sind, nachdem es dann zahlreiche Verluste in den letzten Schlachten gab. Bis ihr dann in einer Sitzecke zum Stehen kommt, wo ihr euch gemütlich hinsetzen könnt. Flamingo wird einmal Tee holen und einige Gebäckstücke, sodass ihr dann nach kurzer Zeit an diesem Tisch sitzt, gemeinsam miteinander. Ich hatte mir ein Packbuch deutlich unbequemer vorgestellt. Nun, ich fürchte, der unangenehme Tag steht uns noch bevor. Die Nacht. Aber die Zeit der Träume. Nicke ich einmal und dann nicke auch dem Golgariten dabei zu. Korrekt. Sie hat 24 Stunden. Die Herrin der schwarzfauen Lust wird sich etwas überlegen, wie sie diese Seele dann doch noch bekommt und in einen tieferen Kreis ziehen kann. Dann sollten wir nicht schlafen. Solange wir in diesem Tempel weilen, sind wir sicher, aber schauen wir, was uns erwartet. Ich würde mir nochmal genauer angucken, wer jetzt in dem Tempel ist. Ob es, Helfershelfer vielleicht.
Also ich glaube nicht, dass die Geweihten infiltriert werden können, aber vielleicht irgendwelche Besucher des Tempels. Mhm. Würfel mal 1W20. Du zählst nach und nach 18 Personen, die sich aktuell im Tempel aufhalten. Wie gesagt, viele Akoluten, die dann von einem oder zwei Geweihten dann unterrichtet werden. Kerzen anzünden, Pferde streicheln, irgendwelche Seidenstickereien dann ausführen oder an irgendwelchen Parfums oder so etwas herstellen. Und also aktuell Besucher, es gibt natürlich auch ein paar, die sich dann in der Ecke hier oder da vergnügen, auch mit dem einen oder anderen dann Geweihten, der dann hier auch abgestellt worden ist für genau solche Spielchen. Und ja, also müsste man natürlich diese Besucher dann genauer nochmal betrachten, ob die dann auch vielleicht genauer zu euch rüberschielen. Menschenkenntnisprobe. Könnt ihr natürlich alle tun, wenn ihr mal drauf achtet. Aktuell fällt euch zumindest niemand auf, der auffällig in eure Richtung starrt. Aber ihr seid auf alle Fälle auf der Hut. Nun ja, wie wollen wir uns die Zeit vertreiben? Nun, vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch, und damit deute ich auf Shania, vielleicht solltet ihr auch ein wenig euch bereit machen, eure Seele bereit machen. Und dazu zählt, dass ihr vielleicht davon erzählt, was ihr jetzt noch in diesen verbleibenden Stunden vorhabt zu tun. Was sind die Dinge, die euch durch den Kopf gehen? Was bewegt euch? Und wie können wir helfen? Könnt ihr helfen? Ich weiß es nicht. Ich habe für mich einfach erkannt, dass die Dinge, die wir in Uron getan haben, die falschen sind. Viele von uns haben es aus einer Not heraus getan, nachdem die dämonischen Horden auf uns einbrandeten. Das, was sie mit der Gräfin getan haben, war einfach unverzeihlich. Viele haben aus Angst den Pakt geschlossen oder um weiter in ihrer Machtposition zu bleiben. Bianca ist ein einziges Schandloch. Das hier Rabat, Barukant, Chalukant, Malkis. Ich habe die Oronischen Lande besucht und überall die gleichen Schandtaten festgestellt. In Keshel Tarif war es besonders schlimm. Und warum habt ihr euch einem Pakt zugewandt? Ich hatte, wie gesagt, kurz nachdem es losging, mit Iphemia von Nahuabad gesprochen. Sie selbst sagte, dass sie den Pakt eingeht, um in ihrer Stellung zu bleiben und um weiter als Spionin für das Reich tätig zu sein. Sie hatte wohl im Vorfeld Verbindungen zu die Herrscherin von Zorgan, wie hieß sie doch gleich? Sybia. Sybia, richtig. Sybia al-Nabab. Sie hatte dann ja ihr Königreich abgetreten an ihren Sohn und Eleonora. Zumindest war sie wohl instruiert gewesen, Iphemia, und sie sprach lange mit mir und ich bin daraufhin ebenso einen Pakt eingegangen, damit ich mich frei im Land bewegen kann. Ist diese Iphemia eine Art Gräfin oder etwas in der Richtung? Mittlerweile ist sie wohl aufgrund einiger Verquickungen die Herrscherin von Elberum. Davon habe ich gehört. Soll ziemlich... Es soll so abgelaufen sein, wie das in adligen Kreisen so ist. Der eine sticht den anderen aus oder man nutzt die Gunst der Stunde. In der Tat. Ausstechen ist eine richtige Wortwahl dafür. Zumindest, wir hatten schon mit ihr zu schaffen. Zumindest weiß ich, dass die Rayanischen Geweihten aus Zorgan bei der Verfolgung von Paktierern sehr rücksichtslos sind und sie dann ohne weiteren Prozess umbringen, vor allem die Rosenritter. Und dann habe ich mich abgesetzt. Ich bin geflohen, vor allem nicht nur wegen den Rayanis, sondern auch wegen den Oronian, die dann Jagd auf
ihres eigenesgleichen machen. Mittlerweile gibt es wohl auch den ein oder anderen Paktierer von Belhalha, der dort um die Lande streicht. Ein einziges Schlachten, Morden, Vergewaltigen. Ich habe mich also aufgemacht nach Fasau, um dort Trost bei den Neoniten zu finden und meinen Pakt zu brechen, aber nachdem ich auch hier verraten worden bin, die Welt ist grausam, ich habe es erkannt und vielleicht finde ich ja doch in den Paradiesen von Raya oder von Boron meine Ruhe. Es war ein politischer Pakt. Vielleicht solltet ihr euch dahingehend noch etwas unterhalten mit dem Geweihten, um eure Seele zu reinigen und euch vorzubereiten auf die Paradiese, die ihr hoffentlich bald sehen werdet. Man glaubt mir nicht, dass ich nicht rayanisch erzogen worden bin, gerade in damals noch Achanien. Nun ja, es ist nie zu spät, um eure Seele zu erleichtern, wenn ihr versteht, was ich meine. Sicher. Ja, so könnt ihr weiter Tee trinken, Kekse essen. Und während ihr dort wartet, könnt ihr wohl erkennen, wie eine etwas ältere Dame auf euch zukommt. Abelmir, du erkennst sie sofort wieder. Sie trägt ein großes Tablett in der Hand. Wahrscheinlich ist sie wohl vom Raya-Tempel eingestellt worden. Witwe Putz? Frau Putz, seid ihr das? Abelmir? Was tust du denn hier? In der Tat, ich dachte... Sie stellt das große Tablett mit Keksen vor euch ab. Das ist ja eine Überraschung. Sie kneift so ein bisschen in die Wacke und in die Backe betastet deine Wange so ein bisschen. Witwe Putz, es freut mich außerordentlich, euch wiederzusehen. Ach, ich habe euch und eure Kekse vermisst. Aber mir deine Robe ist ganz schwarz. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber euch geht's gut. In der Tat. Ich habe im aventurischen Boden davon gelesen. Gewiss, was habt ihr gelesen? Dass Kara zerstört ist. Ja, ich fürchte, aber euer Haus steht noch in der Tat. Etwas ramponiert, aber es steht. Oh, Abelmir. Das heißt, man kann wieder zurück nach Gareth? Ja, in der Tat. Ich werde dafür sorgen, dass euer Haus natürlich im besten Zustand wieder dasteht, wenn ihr es vorzieht, nach Gareth zurückzukehren. Ihr seid uns jederzeit willkommen. Ja. Ja, ich habe Gareth vermisst. Ich war ja eigentlich nur zu Besuch bei der Familie und dann... Es wäre nicht auszudenken, wenn ich dabei gewesen wäre bei der Schlacht in den Wolken. Rafim, kommt her! Bitte putz es hier! Was? Rafim? Wo sind die Kekse? Ja, sie gibt dir so ein kleines Vanilleplätzchen. Ah, ja. Ja, ihr seid die Echte. Eure Kekse sind immer noch wunderbar. Oh, ich bräuchte noch ein zweites Kekschen. Ich bin ja ein großer Mann. Das ist doch der Mann, der mein Sofa beschmutzt hat, oder, Abelmir? Nun ja, ich fürchte ja, er hat sich gebessert. Er ist jetzt reinlicher, könnte man sagen. Sie zwickt auch ein bisschen Rafim so in die Wange und schüttelt ihm so ein bisschen. Ich bräuchte natürlich noch ein Kekschen. Ja. Ah, hätte ich gewusst, dass ihr das wärt, dass ihr kommt, dann hätte ich auch Kuchen gebacken. Ich bin doch länger hier. Also. Frau Putz, es ist gefährlich hier. Ich möchte euch die Umstände nicht weiter erklären und zumuten, aber es wäre wirklich besser, wenn ihr heute den Tempel nicht besuchen mehr würdet. Ach, Abelmir. Ja. Ich könnte es nicht ertragen, wenn euch etwas zustößen würde. Ihr habt mich vor der Schlacht in den Wolken, habt ihr mich evakuiert und wenn ihr meint, dass es nicht sicher ist, dann werde ich euch ein weiteres Mal vertrauen. Aber über diese schwarze Robe sprechen wir noch. Gewiss, Frau Brutz. Ich bin sehr stolz auf dich, Abelmir. Ich weiß. Ah, es ist mir wieder einmal, wie immer, ein Vergnügen. Nicht nur euch und eure Kekse, sondern
endlich wieder normale Menschen zu sehen. Ach, ich habe euch so viel zu erzählen. Beta. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück und vielleicht kann ich euch ja später noch einen Kuchen vorbeibringen. Wo wohnt ihr, wenn ich fragen darf? Ach, bei meiner Familie. Ich habe während den Tagen hier in Sereno arbeite ich ein bisschen hier für den Tempel und da für den Tempel. Jetzt aktuell für den Raya-Tempel, vorher auch noch für Travia. Was man eben so tut, um sich den Lebensabend etwas zu versüßen. Nun ja, ich denke, wir werden uns morgen früh wieder in die Arme schließen können, so Raya will, aber nun wäre es so wirklich besser. So Raya will, aber mir. Nein, nicht so wie ihr jetzt denkt, also wirklich, Frau Prutz. Aber mir, du bist wie ein Sohn für mich. Natürlich, und ihr wie eine Mutter für mich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Pereine gefällig, Travia gefällig, könnte man sagen. Sie patscht dir so ein bisschen auf den Kopf und dreht sich dann um. Ach, Rafim, das war schwer. Abel, mir. Beide, wir sind im Raya-Tempel, aber ein bisschen Zurückhaltung wäre doch ganz angebracht. Ja, ich meinte es nicht so, wie es hier rüberkam, aber bei Frau Prutz werde ich immer etwas nervös, ich weiß nicht. Kein Paktierer und kein Dämon kann so Nee, lassen wir das. Gut. Noch ein Keks? Oh, ihr ein Keks. Ihr wollt ja auch einen? Hervorragend. Probiert sie ruhig. Die besten Kekse überhaupt. Ja, Reto Tura, wenn ihr die Kekse probiert, das sind die besten Kekse, die ihr jemals gegessen habt. Oh, da müsste ich beinahe nach dem Rezept fragen. Ich glaube, meine Frau würde die, also lieben, also, und dann greife ich nach dem nächsten Keks und. Nicht alle Kekse essen, das ist doch wegen für Rafim über. Tatsächlich erstaunlich gut. Mhm. Du bist halt so schweigsam, Reto. Was ist los? Heute? Ja, heute hat dein Schweigen etwas. Wie soll ich sagen? Etwas Tiefgründigeres. Ich bestimmt an der Paktiererin. Das oder? Könnte ein Teil des Problems sein, ja. Der ehemaligen Paktiererin, ich weiß nicht genau, wie man das ausdrückt. Naja, sie steht im Tempel drin. Sie fällt nicht in sich zusammen. Muss wohl ehemalig sein. Ja, ist richtig.